Grünen nach der Bundestagswahl mitregieren würden oder gar die neue Kanzlerin Baerbock hieße, würde anschließend das gesamte Regierungshandeln der Klimareligion untergeordnet, koste es, was es wolle. Heizen, Autofahren, Strom, alles würde teurer werden. Und dabei zahlen unsere Bürger jetzt schon mit die höchsten Strompreise in Europa. Beim Benzinpreis kann es auch nicht schnell genug teurer werden. Gut, die Lifestyle-Grünen in den Großstädten sind nicht so sehr auf das Auto angewiesen. Daher sind ihnen die Sorgen der normalen Bevölkerung ja auch fremd. Aber wie sollen die Berufspendler, die auf dem Land wohnen, diese Spinnerei finanzieren? Und die Rentner? Die Altersarmut ist eine reale Gefahr. Immer mehr Rentner müssen Grundsicherung im Alter beantragen. Und das wird noch zunehmen, wenn sich der teuren Klimarettung alles unterordnen muss und sich damit die Lebenshaltungskosten massiv verteuern werden. Die Grünen prahlen damit, das Klima retten zu können. Den Preis dafür zahlen jedoch die Armen in unserer Gesellschaft. Soweit darf es nicht kommen. Daher am 26. September beide Stimmen für die AfD.